So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video geht es um das magische Dreieck, das Ohmsche Gesetz. Viel Spaß! So, das Ohmsche Gesetz ist wohl eine der grundlegendsten Grundlagen für Schule, aber auch im Studium begegnet es euch direkt wieder. In der ersten Semester, wenn ihr Physik habt. Auf jeden Fall. Und im Praktikum natürlich auch. Physikpraktikum für Mediziner. Genau, wofür braucht man diesen Spaß denn überhaupt? Zum Beispiel Reizstromtherapie, Membranwiderstand, Ionentransport. Das heißt, in der Physiologie wird euch das auch wieder begegnen. Das sind wirklich so Grundbegriffe, die man immer parat haben muss. Und wir gehen das jetzt nochmal schön anschaulich durch. Man nehme eine Batterie mit Plus- und Minuspol. Wir haben einen Minuspol. Da sind Elektronen, die wollen zum Pluspol wegen der Coulombkraft, elektrostatische Anziehung, Minus, die gehen ja durch den Widerstand und wollen zum Plus. So, das ist schon mal das Erste, was wir brauchen. So, und jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Strom, wissen wir jetzt, Stromstärke I in Ampere, das ist, wie viele Elektronen pro Zeit hier durchfließen. Und die Spannung ist im Prinzip Spannungsquelle, Elektronenpumpe, also wie viel Energie in den Kreislauf geschickt wird, und der Widerstand hält den Strom auf. Das heißt, der klaut ein bisschen Energie den Elektronen. Ganz vereinfacht, ne? Ist jetzt nicht super physikalisch, das weiß ich, Elektrodynamik. Aber wir wollen es ja hier verständlich und einfach machen. So, noch verständlich und einfacher wird es mit diesem wunderschönen Bild hier. Da haben wir hier nämlich Mr. Ohm, der die Energie hier raubt, beziehungsweise es dem Strom schwierig macht, durchzukommen. Und da sehen wir schon, ne? Großer Widerstand, umso schwieriger ist es auch für den Strom hier durchzukommen. Strom, Fließen von Elektronen, ist Ampere. Und wer für das Ganze verantwortlich ist hier, ist Mr. Volt. Der drückt hier Ampere durch. Das heißt, Volt ist die Energie im Prinzip, um das Ganze am Laufen zu halten. Also das zum Stromkreis, ganz allgemein, die Begrifflichkeiten. Genau, ich will immer gerne die Person noch mit reinnehmen, weil das leider viel zu selten drankommt, wer das eigentlich macht. Ich finde immer, es sollte mal ein bisschen geschätzt werden. Das war nämlich Georg Simon Ohm, deutscher Physiker, in Erlangen studiert, in München begraben, von 1789 bis 1854. Also die genauen Daten und so finde ich immer Quatsch, aber so grob, ne, dass man weiß, oh shit, das ist ja schon ein bisschen her. Und zu der Zeit war Elektrizität ja noch relativ neu, beziehungsweise war gerade in der Entdeckung. Und er hat echt jahrelang damit verbracht, um dieses Ohmsche Gesetz, was wir uns jetzt gleich hier herleiten, selbst auch herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Also hat da richtig ewig gebraucht. Heute gibt es das in jeder Schule, Voltmeter, Ampermeter, dass man das messen kann. Man hat Stromkreise, alles super easy, aber der hat das sehr komplex gemacht, war alles nicht so einfach. Also können wir dankbar sein, dass es solche Leute gab. Heute für uns selbstverständlich, damals nicht. Und das nur einen Bereich. Das heißt, es gab viele Vorreiter, sei es hier diese Lichter oder alles Mögliche, was uns umgibt, in der Medizin genauso. Das heißt, die ganze Entwicklung haben wir immer ganz vielen Menschen zu verdanken, die schon Vorarbeit geleistet haben. Also mega cool. Danke, Georg. Aber guck ein bisschen grimmig. Aber ich denke mal, war ein cooler Typ. So. Was machen wir jetzt? Wir zeichnen jetzt mal auf in einem Diagramm, um das ein bisschen deutlicher zu machen. UI, ihr müsst dann immer gucken, wenn ihr Diagramme habt im Praktikum oder in Klausuren, ob hier UI, weil meistens steht sogar IU da. Das heißt Y-Achse I, X-Achse U. Aber jetzt für den Zusammenhang, damit das ein bisschen mathematisch mehr Sinn macht, habe ich das UI jetzt mal gemacht. So, und jetzt erhöhen wir hier. Also hier haben wir jetzt eine Spannung von 0, 0 Energie. Dann fließt hier auch nichts durch. So, jetzt erhöhen wir die Spannung. Wir sagen einfach mal, ich erhöhe die auf 10 Volt. Und dann haben wir einen Strom von 1 Ampere. Das fließt jetzt hier durch. Okay, passt. So, jetzt erhöhe ich hier auf 20 Volt. Das heißt, ich packe da eine Batterie rein. Wir rasten mal komplett aus. Anstatt 10 Volt, 20 Volt. Gönnen wir uns heute mal richtig. 20 Volt packen wir rein. Yes, hier, ein bisschen dickerer Volt. Vorher 10 Volt, jetzt 20 Volt. Also er kann mehr treten, ne? Kann Ampere mehr in den Arsch treten, kommt da mehr durch. Mr. Ohm bleibt immer noch gleich, ne? Den lassen wir konstant. Also können wir auch mal einen Zahlenwert machen. Resistor, Widerstand ist
Berechnen wir jetzt gleich mal. Aber das wird in Ohm angegeben. In Ohm, das Symbol, was ich niemals zeichnen kann. Guckt es euch nochmal an, griechisches Alphabet. Nochmal, oder griechische Symbole. Ohm, Omega, großes Omega. So, wir haben 20 Volt und da ist es dann 2 Ampere. Das heißt, da sind wir dann hier. So, bei 10 Volt sind wir hier bei 1 Ampere. Und dann sehen wir schon, ne? Wir können jetzt sogar hier weitermachen, dass das, was er entdeckt hat, dieser Zusammenhang, dieser proportionale Zusammenhang, Proportionalität zwischen Stromstärke und Spannung. Das heißt, ich erhöhe die Spannung, dann erhöht sich auch der Stromfluss. Das heißt, je mehr Volt ich habe, umso mehr kann ich da auch durchtreten, also umso mehr Elektronen, umso größer ist die Elektronenpumpe. Und wenn wir das Ganze hier verbinden, sieht jetzt nicht ganz so schön aus, dann haben wir eine, ja doch, das sieht schön aus, das sieht geil aus hier. Haben wir eine wunderschöne Gerade. Genau, hier müsste es hier noch ein bisschen sein. Und das ist nämlich genau dieser Zusammenhang. So macht, stellt man physikalische Gesetze auf. Und wir sehen jetzt, U ist proportional zu I. Ah, geil. Da haben wir schon mal einen Zusammenhang. Das heißt, wenn ich U verdoppel, verdoppelt sich I. Wenn ich U halbiere, halbiert sich auch I, die Stromstärke. Mega geil. Haben wir schon mal einen Zusammenhang. So, und jetzt, okay, jetzt kann man unterschiedliche Materialien, Widerstände benutzen. Und dann sieht man, dass die Kurven mal so sind, also immer anders. Das heißt, wir brauchen noch, um das alles ganz genau beschreiben zu können, eine Proportionalitätskonstante. Und dann kommt genau der Schritt, wie man aus einer Proportionalität mit einer Proportionalitätskonstante ein physikalisches Gesetz macht. Das Ganze wird dann Widerstand genannt, in dem Fall hat man das so festgelegt. Das heißt, wir haben dann U mal Proportionalitätskonstante Widerstand mal I. Und dann haben wir schon das Ohmsche Gesetz in der URI-Form. URI und PUI, so die Standardsachen, ne, die ihr können müsst. So, und was haben wir mathematisch? Gehe ich auch nochmal drauf ein. F von x ist gleich mx plus b. Das heißt, wir haben y-Achse, Steigung, Schnittpunkt mit der Achse. Schnittpunkt fällt jetzt hier raus. Aber wir sehen, wir haben hier U, wir haben R und wir haben I. Also Geradengleichung auch immer wichtig, ne? Gerade Physik Praktikum. Da gibt es so viele Geraden, die ihr da zeichnen müsst und wo ihr ablesen müsst. Guckt euch das auf jeden Fall nochmal an. Geradengleichung, für die, die es nicht mehr so parat haben. Und da sehen wir hier, ne? Y-Achse, F von X. Wir haben X, das ist hier die Achse, also Stromstärke in dem Fall, Spannung, Stromstärke. Und wir sehen die Steigung, also unser M, das ist der Widerstand. Krass. Also sehen wir, in dem UI-Diagramm ist, je kleiner hier die Steigung, umso kleiner, also das hier ist kleiner Widerstand. Das hier ist großer Widerstand. Und so können wir das dann daraus lesen. Bei dem IU-Diagramm, das ist ein bisschen umgedreht. Da ist dann nämlich der Leitwert mit drin. Das heißt, da hätten wir dann I ist gleich G mal U. Und G ist in dem Fall dann der Leitwert. Und der Leitwert ist einfach 1 durch den Widerstand, also genau der Kehrwert. Der Widerstand sagt, wie der Strom aufgehalten wird. Und der Leitwert sagt in Siemens, wie gut der Strom leitet durch das Material oder durch den Widerstand. Mal U. Das heißt, wir haben I ist gleich U durch R. Also auch noch eine Formel, einfach umgestellt. I ist gleich U durch R. So, und da sieht das Ganze anders aus. Ne? Da haben wir hier dann I, hier dann U. Und dann ist hier der kleine Widerstand, hier der große Widerstand. Ne? Also genau umgedreht. Also achtet darauf, wie sind die beschriftet. Und auch hier steht hier Volt oder Millivolt. Steht hier Ampere oder Milliampere. Also da bitte immer gucken, wenn ihr da irgendwas berechnen müsst oder ablesen müsst. So, hier haben wir die nächste Formel. Und der Vollständigkeit halber machen wir, Widerstand ist dann dementsprechend U durch I. Dann haben wir alle. So, und jetzt für die ganzen Anti-Mathematiker, die gar keinen Bock haben, sich hier schnell noch Formeln umstellen zu merken, die es halt überhaupt nicht raffen. Gar kein Problem. Bei den leichten Sachen, wenn wir drei nur haben, drei Symbole, dann geht das ganz gut. Das wäre hier U ist gleich R mal I. Das kennt ihr ja auch. Ne? Wenn ich R haben will, halte ich das zu, dann habe ich R ist gleich U durch I. Wenn ich I haben will, I ist gleich U durch R. Wenn ich U haben will, ist gleich R mal I. Ne? Und so weiter. Also das hilft auch ganz vielen weiter. Wenn ihr da noch Probleme habt oder noch mehr zu haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. So, ich hoffe,
der kleine Ausflug zu Georg Simon Ohm, das Ohmsche Gesetz, hat dir gefallen. Wenn dir noch Fragen einfallen, schreib es in die Kommentare. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich über ein Abo sehr, sehr freuen. Damit kannst du mich wirklich sehr unterstützen, kannst du mich auch gerne weiterempfehlen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao.